Willkommen zu den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend. Eine Nacht drüber geschlafen, aber der Schock sitzt nach wie vor tief bei Fans wie Spielern über das Vorrundenaus der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar. Am Abend landete der Großteil der Mannschaft wieder zu Hause. Eine logischerweise vollkommen andere Heimkehr als noch vor gerade mal 8 Jahren, als die DFB-Elf so heimkehrte. Doch seit dem WM-Titel von Brasilien ist die Kluft zwischen Anspruch und Realität im deutschen Fußball immer weiter auseinandergegangen. Erst schleichend, aber seit nunmehr 3 großen Turnieren in Folge auf eklatante Weise. Was ist da los? Fragt Bernd Schmelzer. Sie sind zurück, gezeichnet von einem frühen WM aus. Was bleibt, ist ein bemerkenswerter Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Unser Anspruch ist wirklich immer, an die Weltspitze zu kommen. Aber natürlich, wenn man jetzt 2-mal hintereinander bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden ist, sind wir dann auch weit weg von. Vor allem offensiv fehlt die Effektivität und der Defensive die Stabilität. Seit 8 Jahren geht das jetzt so. Rio 2014, hier ist die Welt noch in Ordnung. Das Duo Löw-Bierhoff auf dem Höhepunkt, Platz 1 in der Weltrangliste. Was folgt, ist ein rasanter Niedergang, beginnend mit dem Aus im EM-Halbfinale 2016 und dem Aus nach der Vorrunde bei der WM in Russland 2018. Gründe damals unter anderem mannschaftsinterne Querelen und die endlos Diskussionen um Mesut Özil und dessen Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Der tiefe Fall des Weltmeisters innerhalb von 4 Jahren. Beim DFB wollen sie aufräumen, und zwar richtig. Es braucht tiefgehende Maßnahmen und es braucht klare Veränderungen. Aber dann auch mutig sein, gewisse Entscheidungen anzugehen. Tiefgreifende Veränderungen. Das bedeutet, Löw und Bierhoff machen weiter. Konsequenz, der nächste Tiefpunkt. 0:6 in der Nations League gegen Spanien. Löw muss gehen, allerdings erst nach dem nächsten Turnier. Die Europameisterschaft 2020 wieder raus im Achtelfinale. Von einer tiefgreifenden Veränderung ist keine Rede mehr. Immerhin, der Nachfolger ist schnell gefunden. Hansi Flick, Weltmeister-Mitmacher 2014 als Assistent von Löw. So schön soll es nun wieder werden. Und so euphorisch reisen sie nach Katar. Der Weltmeistertitel, das ist das Ziel, das Ende. Desillusionierend. Es geht weiter bergab seit 8 Jahren. Es ist einfach so, dass man persönlich viel mit Misserfolg in Verbindung gebracht wird. Jetzt also tiefgreifende Veränderungen? Sie bleiben Bundestrainer. Also von meiner Seite schon. Können Sie ausschließen, dass es Ihr letztes Spiel im Nationaltrikot war? Ja. Vielleicht braucht es auch auf diesem Posten Veränderungen. Machen Sie sich dahingehend Gedanken? Aber die Frage stelle ich mir jetzt gerade nicht, ne? Also Sie machen auf jeden Fall weiter? Tja. Im katarischen Fernsehen verabschieden sie die DFB-Auswahl höhnisch. Im Sender One Live die Antwort auf One Love. War auch diese politische Diskussion wieder Teil des Problems? Der Traum vom WM-Titel löst sich in Luft auf. Der Trend wird nicht gestoppt. Der DFB-Präsident fordert jetzt die nächste sportliche Analyse. Schlechte Abwehr, Strafraumstürmer, alles soll auf dem Prüfstand. Hört sich mal wieder nach tiefgreifenden Veränderungen an. Und über dieses deutsche WM-Debakel sowie die Folgen daraus habe ich vor der Sendung mit dem Philosophen und Fußballexperten Wolfram Eilenberger folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Eilenberger. Guten Abend, Herr Zamperoni. Haben Sie den gestrigen Abend mittlerweile schon verdaut? Nein, noch nicht vollständig. Er geht mir gedanklich nahe und da wird es mir gehen wie Millionen anderen Menschen auch. Aber insgesamt muss man sagen, dass das gestern ein sehr guter Abend für den Fußball war. Eben nur nicht für den deutschen Fußball. Das heißt, eigentlich war alles nicht so schlimm. Ich meine, das war ja doch eine ganz schöne Blamage und eine Misere, das Ganze. Ja, es war zunächst einmal eine extrem intensive Erfahrung von Abgründigkeit, von Hoffen, von Bangen, von Absurdität. Erfahrungen, wie sie eigentlich nur der Fußball global erzeugen kann. Und das war ja schön, dass diese WM auch durch die sportliche Faszination uns wieder in ihren Bann schlägt. Und dann war es eben für die deutsche Mannschaft eine Niederlagenerfahrung. Das kommt im Sport schon mal vor. Das sehen Sie sehr sportlich jetzt. Aber warum kam das vor bei der deutschen Mannschaft? Sie haben ja auch eine DFB-Trainerlizenz. Sie haben also nicht nur den Fanblick. Lag es nur an ein paar Millimetern im Parallelspiel? Oder war die Mannschaft einfach nicht, wie es ja auch jetzt hieß, gierig genug? Ich glaube, beides ist wahr. Aber die direkteste Erzählung ist, dass um Haaresbreite der Einzug verpasst wurde. Es ging wirklich um 1 Millimeter, vielleicht sogar nur um 1/2 Millimeter. Und das sind Dinge, die
vorkommen. Und man muss ja sagen, dass die deutsche Mannschaft die sportliche Aufgabe, die ihr für dieses Spiel gegeben war, erledigt hat. Sie hat mit 2 Toren Unterschied gewonnen. Und dass das Ausscheiden auf einem anderen Platz sich zutrug, das gibt der ganzen Note natürlich, der ganzen Angelegenheit eine extrem bittere Note. Aber es gibt Gründe, weshalb man ausgeschieden ist. Und von einem tragischen Ereignis würde ich nicht sprechen wollen, weil dafür war die Leistung dann doch zu bescheiden. Naja, aber es ist zumindest jetzt schon die zweite Tragik hintereinander. Das frühe WM aus 2018, das galt ja noch als Ausrutscher, jetzt ist es wieder passiert. Da muss man schon fragen, welche Gründe sind das da? Waren da die Ansprüche zu hoch? Passt vielleicht unser Selbstverständnis nicht zur Realität des deutschen Fußballs? Zunächst denke ich, dass man die Dynamik 2018 und 2022 gar nicht vergleichen kann, weil 2018 benennt den Tiefpunkt der Löw-Ära. Das war eine Abwärtsbewegung, die sich stetig abzeichnete. Und hier hat man jetzt mit der deutschen Mannschaft 2022 eine Stagnation. Es ist nicht gelungen, diese Mannschaft zu stabilisieren. Und eigentlich war sie die letzten Jahre wie die Pralinschachtel bei Forrest Gump. Man wusste nie, was als nächstes da in der Schachtel steckt. Und das waren jetzt eben 2 saure Drops. Also ich denke, es ist nicht die gleiche Dynamik. Und die Mannschaft hat auch noch Hoffnungspotenzial, hat Zukunftspotenzial. Und das kann man für die Mannschaft von 2018 so nicht sagen. Aber wenn man quasi jetzt Angst haben muss, dass beim nächsten Turnier wieder ein saurer Drops in der Packung steckt, muss man da quasi vom Ende einer einst großen Fußballnation, die verlässlich immer performt hat bei Turnieren, sprechen? Das ist sicher wahr. Der Nimbus oder der Mythos der Turniermannschaft, der ist jetzt erstmal weg. Dafür gibt es keine Grundlage mehr. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Erwartungshaltung an dieses Team nicht die gewesen sein konnte, dass man Weltmeister wird. Ein Erreichen des Viertelfinales wäre leistungsgemäß gewesen. Und ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit hat sich noch nicht gemäß eingepegelt auf das faktische Leistungsniveau der Mannschaft. Denn man muss sagen, wenn es einem sehr fähigen Trainer nicht gelingt, innerhalb von 2 Jahren Schwachstellen abzustellen, dann ist die Kernvermutung, dass es am Material liegt. Dieses Material, wie Sie es nennen, also die Mannschaft an sich, der sportliche Druck auf diese Mannschaft, der war der eine Aspekt. Aber es kam ja dieses Mal wohl mehr als zuvor auch noch ein gesellschaftspolitischer Aspekt dazu. Stichwort One-Love-Binde. Wie sehr haben diese Diskussionen um Werte, um Haltung die sportliche Performance geschwächt? Auf jeden Fall haben sie die Spieler in eine sehr unbequeme und sogar ungerechte Situation gebracht, dass sie für Verfahrensfehler einstehen mussten, dass sie zur personalisierten Mutlosigkeit wurden. Und das hat die Spieler sicher belastet. Inwieweit das kausal für das Ausscheiden war, das kann ich nicht sagen. Aber hier hat der DFB klare Fehler begangen und auch Fehler, die dann auf dem Rücken der Mannschaft ausgetragen wurden. Und das darf natürlich nicht passieren in so einer Situation. Was müsste dann besser laufen bei einer ähnlichen Situation in der Zukunft? Was müsste der DFB dann machen? Oder sollte man vielleicht gar nicht mehr in solche Länder dann fahren, in den umstrittenen Ländern, wenn Turniere dort stattfinden? Naja, die Haltung des DFB war die, wir haben eine gute Gesinnung und die FIFA hat eine Strategie. Der DFB hat seine verfahrenstechnischen Hausaufgaben nicht gemacht und die FIFA hat ihn auflaufen lassen. Generell denke ich, dass wir uns alle Gedanken machen müssen, ob diese Aktivismusschwemme, die durch die ganze Gesellschaft geht, wirklich jedes Feld, auch das sportliche Feld, ergreifen muss und ob es eine kluge Idee ist, politische Signale direkt auf dem Feld setzen zu wollen. Ich bin kein Freund der Idee, dass man jedes sportliche Ereignis auch zu einem politischen Ereignis auf dem Feld erklärt. Aber Sport ist nun mal eigentlich fast immer auch politisch. Geht das überhaupt? Ja, und die deutsche Mannschaft hat ja auch außerhalb des Feldes ganz viel getan. Sie hat sich kritisch positioniert, sie hat sich geäußert, sie hat sich sogar auf dem Feld mit dieser Mund-zu-Geste noch ein einfallsreiches Türchen offen gelassen. Aber dass man Spieler insgesamt in dieser Weise politisiert und auch nicht anerkennt, dass die FIFA im Prinzip recht hat, wenn sie sagt, wir wollen das Feld als Feld von politischen Botschaften freihalten, das verstehe ich nicht. Wir können ja nur daran denken, vor 25 Jahren haben die brasilianischen Fußballer ihre Trikots zur evangelikalen Mission genutzt. Da stand dann Jesus liebt dich drauf. Auch das war eine politische Botschaft und deren Auswirkungen sehen wir zum Beispiel jetzt in Brasilien. Also ich denke, wir sollten damit sehr schmal umgehen, weil wenn man dieses Türchen mal aufmacht, dann kriegt man es nicht mehr zu, schon gar nicht auf globaler Ebene. Allerdings geht es bei Menschenrechten ja nicht um irgendwelche politischen oder religiösen Einstellungen, sondern um unveräußerliche Rechte. Das mag sein, aber die Menschenrechte sind auf jeden Fall in gewissen Bereichen und in gewissen sensiblen Bereichen kulturell so, dass sie
Diskussionen erzeugen, dass sie nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden können. Und das war ja auch eine Eigenartigkeit dieser ganzen Herangehensweise, insbesondere medial, dass man die Menschenrechte zu einer strikten Interaktionsbedingung für den DFB erklärt hat, in Zeiten, in denen Frau Baerbock in die Mongolei oder nach Saudi-Arabien fliegt oder in denen wir Gasdeals mit Katar machen. Gerade bei sportlichen Ereignissen muss man auch sehen, dass man globale Öffentlichkeit schafft, dass man Gemeinschaft schafft und dass das auch Dinge sind, die insgesamt kulturell wirksam bleiben können. Sagt der Philosoph und Fußballexperte Wolfram Eilenberger. Herr Eilenberger, danke für Ihre Einschätzungen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat es in der Gruppenphase die letzten Entscheidungen gegeben. In der Gruppe H erreichten Südkorea und Portugal das Achtelfinale. Das direkte Duell endete 2:1. Im zweiten Spiel besiegte Uruguay Ghana mit 2:0. In der Gruppe G verlor das bereits qualifizierte Brasilien gegen Kamerun 0:1. Die Schweiz kam weiter durch ein 3:2 gegen Serbien. Das entscheidende Tor erzielte Freuler in der 48. Minute.